Call of Duty Warzone ist für viele, und das schon seit Jahren, das beste Battle Royale Game eines Genres, das mit Fortnite und PUBG bereits zum Start über erfolgreiche wie populäre Vertreter verfügte. Nun wurde das Spiel auch für mobile Endgeräte umgesetzt und soll ein gänzlich anderes Erlebnis bieten als der bereits in Call of Duty Mobile integrierte Battle Royale Modus. Activision möchte dies unter anderem mit einem geteilten Battle Pass gewährleisten, der sowohl in der mobilen Variante von Warzone verwendet wird, als auch das Gegenstück für Konsole oder PC. Spielerisch lässt sich jedoch direkt sagen, dass Warzone Warzone bleibt. Nach wie vor geht es darum, mit einem eigenen Squad feindliche Spieler auszuschalten, um am Ende einer Session als letzte verbliebene Truppe eine Runde für sich zu entscheiden. Im Zuge dessen greifen die SpielerInnen auf verschiedene und aus der Konsolen- wie PC-Vorlage existierende Elemente wie Waffen, Granaten oder Schutzplatten zurück oder kaufen sich verschiedene Utensilien in den auf der Karte verteilten Shops. Im Grunde alles wie gehabt. Der gravierendste Unterschied liegt, was der Natur der Sache geschuldet ist, in der Handhabe bzw. dem Handling. Während PC-SpielerInnen auf Maus und Tastatur zurückgreifen und Consoleros einen Controller in den Händen halten, sind Mobile-Gamer dazu gezwungen, auf eine Touch-Steuerung zu switchen, was zunächst und zu Beginn durchaus etwas Eingewöhnungszeit benötigt. Das Spiel versucht hier dem Ganzen mit vereinfachten Mechaniken gegenzuwirken. Unter anderem kann man auswählen, ob die Waffe nach Anvisieren automatisch feuert oder man selbst den Abzug betätigen möchte. Grundsätzlich aber erhalten SpielerInnen mit Call of Duty Warzone Mobile ein ähnlich intensives Spielerlebnis, wie man es vom PC oder der Konsole gewohnt ist. Nur eben to go.